Hallo, willkommen hier bei Radio München. Herz offen, Geist offen. So kennt man das Gretchen. Aus Gretchens Dorf bei Telegram, dem Gretchen auf YouTube und aus all ihren Texten. Die Philosophin und Autorin Sylvie-Sophie Schindler ist das Gretchen und entschwärzt jetzt die Geschichten von Diffamierungen, Tabus und Maulkörben, die möglicherweise 2 Millionen Menschen dieses Landes in den letzten 4 Jahren erleben mussten. Herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Sie sollen weiterhin schweigen, ginge es nach Büx, Drosten und Co., die von den toxischen Stimmen aus dem Untergrund sprechen. Zunächst einmal wäre es ja absurd, wenn wir Geimpfte und Ungeimpfte gleichstellen würden. Doch diesmal wäre es schön, wenn kein Trauma zurückbliebe, wenn die Schuld sich nicht verfestigte, sondern alle Herzen und Seelen erreicht würden, mit jeder einzelnen Geschichte, die erzählt wird. Hören Sie jetzt Gretchen entschwärzt. Zu prügeln sind diese Menschen. Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Anders geht das jetzt nicht mehr. So nett ist es nicht, ich weiß. Zu prügeln. Ihr seid jetzt raus. Herzlichen Dank. Sven Böttcher. In der sogenannten Pandemie gab es jede Menge zu lernen. Und eins der wichtigsten Lektionen ist, misstraue jedem. Jetzt habe ich aber ein Problem, lieber Sven. Und damit oute ich mich gleich als schlechter Staatsbürger. Ich habe nichts gefunden, was Anlass gibt, dir zu misstrauen. Ja, du kennst mich nicht gut genug. Wo kam das denn jetzt her? Misstraue jedem? Habe ich das gesagt? Nee, ne? Das ist das Ergebnis der letzten Jahre, oder? Ich habe das jetzt so verstanden. Also allein die Symbolik der Maske zeigt ja, ja, komm mir nicht zu nahe, bleibe fern. Was könnte hinter meiner Maske stecken? Nur ein schlimmes Gesicht oder üble Absichten? Also ich habe das gelernt oder ich habe verstanden, dass uns das vermittelt werden soll. Du nicht? Ja, das war aber ja vorher auch schon so, oder? Also durch die Maske ist das auf die Spitze getrieben, aber ich finde, das bildet sich ab. Schon die ganze Zeit, also bedingungsloses Grundmisstrauen, ist eigentlich ganz gut. Könnte man so als Gegenpol zu unserem bedingungslosen Grundvertrauen setzen. Du weißt ja, dass ich hier in Dänemark rumhänge, häufiger. Und es ist tatsächlich so, dass das, was ich mal gedacht habe, was wir brauchen, Vertrauen, das können die hier ganz gut. Und das ist tatsächlich der Grund, warum die Dänen sich so gut fühlen. Das ist, glaube ich, der elementare Unterschied zu uns. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Grundregeln. Und wir haben das mit der Maske nur auf die Spitze getrieben. Jetzt gab es ja auch bei den Dänen Covid. Die sind es aber anders angegangen. Ja, sie haben zumindest sich nicht spalten und trennen lassen. Also die haben den gleichen Irrsinn gemacht wie wir. Also mit Impfen. Oder was, du nennst das Serum, glaube ich, ne? Den Stoff. Ja, ja, also sich Serum verabreicht. Und das sehr empfohlen, aber es gab keine 2G, 1G, 0G-Regeln und auch kein Aussperren von Leuten, die das nicht gemacht haben. Also man fand das zwar nicht gut als Geimpfter, aber das ist kein Grund, den Kontakt abzubrechen. Und die haben dann halt alle getestet, auch idiotisch, aber das ist ja eine Antwort als Gesellschaft, dass man sagt, gut, dann testen wir halt alle. Und wenn jemand einen positiven PCR oder was, dann muss er halt drin bleiben, egal ob er geimpft ist oder nicht. Das haben die nicht gemacht. Also keine Spaltung im Sinne, ihr dürft nicht mehr in den Supermarkt. Aber ich glaube, das haben auch nur die Deutschen gemacht, ne? Aber Tests, hast du jetzt gesagt, ne? Ja, 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 ja. Naja, gut, aber ja, aber Tests sind ja auch Ausdruck eines Misstrauens. Wozu brauche ich einen Test? Ja. Also ich gehe ja davon aus, dass erstmal alle gesund sind. Das wurde ja auch umgedreht. Also vielleicht bist du da zu romantisch in Bezug auf die Dänen. Nein, aber wenn man auf dem Irrsinnspfad sich befindet und sagt, wir können das ja testen, ob jetzt jemand dieses Nicht-Virus hat, dann testet man halt alle. Bei uns war doch die Idee, dass man sagt, wenn einer geimpft ist, muss er ja nicht mehr. Der ist ja keine Gefahr mehr, der ist ja sicher. Nur diese Pfeifen, die nicht mitmachen. Das gab es hier nicht. Also, dass man sagt, dann natürlich müssen dann alle. Ich romantisiere Dänemark. Ja, hast recht. Ja, also ich wollte jetzt sagen, also jetzt müsste man rausfinden, welche Strategie von allen diesen Strategien, die Misstrauen erzeugen sollten, noch die bessere ist. So klingt es ja dann, ne? Ja, aber hier ist doch kein Misstrauen untereinander entstanden. Das ist ganz wesentlich. Das ist gesellschaftlich wesentlich, dass man sagt, es ist ja hier ein sozialistisches Land, dass man das sehr ernst nimmt und auch mit dem Wurscht, ob einer viel oder wenig verdient, das weißt du ja alles. Also Dänemark, die duzen sich alle und
spielen alle Golf und fahren E-Autos und keiner fragt, ob du jetzt Schlosser bist oder beim Müllabfuhr oder ob du Arzt bist, weil es diese Klassenunterschiede nicht gibt. Und dann eben auch jeder Versuch zu spalten irgendwie gar nicht geht. Das ist Nazi. Und Nazi sind die hier nicht. Wie siehst du das im Alltag, Sven? Also du bist ja nach Dänemark auch gekommen wegen, also aus Fluchtgründen. Ich muss jetzt aus diesem Land raus, aus diesem Deutschland. Da können wir dann noch dezidierter drauf eingehen. Aber erstmal will ich wissen, woran siehst du im Alltag, dass man da besser vertraut? Man schließt die Türen nicht ab. Das hat ja schon mal was. Und wir hatten das auch neulich mal in der Sendung, den Bericht einer Engländerin, die hierher gezogen ist, ist ganz frappierend. Auch wenn es das in der DDR auch gab, dass die Leute ihre Kinderwagen in der Fußgängerzone vor dem Café stehen lassen, mit Kindern drin. Da kommt ja nichts weg. Das ist so ein Ausdruck von so einem gelebten Grundvertrauen. Ich habe das ja auch gemerkt, als ich hier angefangen habe, dann rumzurenovieren. Wobei man immer vorsichtig sagen muss, ich pendle immer noch zwischen Deutschland und Dänemark. Ich bin immer noch in Deutschland. Meine Frau und Tochter sind hier. Aber als ich hier angefangen habe zu renovieren, in dem Haus, in dem die beiden jetzt wohnen, da stand ja sofort die Polizei bei mir auf der Matte, weil die Nachbarn sich gefragt haben, was macht denn dieses deutsche Auto da? Und dann auch noch so ein Sprinter ohne Aufdruck, weil das meine Freunde dann aus Deutschland waren. Und das fand ich zwar sehr befremdlich, weil ich gar nicht so gern in Kopenhagen im Register stehen wollte. Aber andererseits ist das natürlich auch ein Ausdruck von, wir gucken hier, was bei den Nachbarn passiert. Und wenn da was komisch ist, dann kümmern wir uns. Oder wenn wir uns nicht trauen, rufen wir jemanden, der das macht. Das nennt sich dann kümmern und nicht. Ich würde ja dann schon wieder sagen, was macht jetzt dieses Auto? Da ist ja auch ein Ausdruck des Misstrauens. Ja, okay, gut. Dann du siehst, ich will die Dänen dann überführen, ja, dass sie das doch ruhig, auch ein gewisses Misstrauen haben. Ja, aber nochmal, wenn man die Tür auflassen kann und den Schlüssel vom Auto stecken lassen kann, wobei das auch in vielen ländlichen Regionen wahrscheinlich auch in Deutschland und Österreich geht, das will ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das in Kopenhagen funktioniert. Ja, gut. Mach mir mal die Dänen madig. Ich habe hier schon genug auszusetzen an denen. Was ist dann das nächste Fluchtland, Sven? Dann bleibt nur noch die Antarktis, oder? Ihr seid jetzt raus. Herzlichen Dank. Katharina Lovrelio. Das mit der Antifa ist auch so ein Thema, was mich sehr lange sehr beschäftigt hat. Ich habe mich damit viel auseinandergesetzt. Ich hatte mal einen Kollegen, der mir aus seiner Antifa-Zeit erzählt hat. Und also ich wusste immer, wer die Antifa war. Ich glaubte immer zu wissen, wer die Antifa war. Ich habe mich dann eines Besseren belehren lassen in diesen Jahren nach 2020. Habe ich wirklich auch direkt Kontakt mit Leuten gehabt auf der Straße bei Demonstrationen. Hier in Mitte gibt es ja das Bundesgesundheitsministerium, wo wir oft Demos gemacht haben. Und da gab es tatsächlich immer eine kleine Gruppe von sogenannten, sag ich, also ich spreche den Leuten eigentlich den Namen Antifa ab, weil sie haben für mich nichts mehr Antifaschistisches. Aber diese Leute, die sich so nennen, die waren dort und haben tatsächlich, also vor meinen Augen, ich kann es heute gar nicht glauben, dass ich das wirklich gesehen habe, ein riesengroßes Banner getragen, wo drauf stand, wir impfen euch alle. Und das hat mir damals, als ich auf dieser Demo, auf der ersten am Bundesgesundheitsministerium war, wo es ja um diese Impfpflicht und so weiter Geschichten mit unter anderem ging, das hat mir einen Riesenstich versetzt. Also weißt du, meine Großmutter hat im KZ Buchenwald gesessen. Ich habe mich als Kind sehr mit der Holocaust-Thematik beschäftigt und mit dem, was an Unrecht alles geschehen ist. Also ich hatte immer ein sehr großes Bewusstsein, diese Zeit betreffend. Und als ich dieses Plakat der Antifa las, da hatte ich wirklich sowas wie ein, eigentlich könnte man sagen, transgenerationales Posttrauma, was meine Großmutter betrifft, weil ich dachte, jetzt stehen sie vor mir, die Nazis, und wollen mich impfen. Also das war für mich völlige Verkehrung von Tatsachen. Also hatte mit Antifa überhaupt gar nichts zu tun. Im Gegenteil, ich sah eigentlich hinter diesem Banner nur Faschisten. So war mein Empfinden, ja. Ich hatte ein ganz klares Gefühl, jetzt, was das ist, ist für mich Faschismus. Und war das bei den Demos, hattest du da das Gefühl, da ist eine gewalttätige Atmosphäre? Es ist ja auch bekannt, dass ja auch in Berlin
nicht nur in Berlin, aber auch da werden ja die Menschen bezahlt, die dann die Gegendemonstrationen starten sollen und für Krawalle sorgen sollen. Das wissen ja viele Leute auch nicht, ja. Nicht, dass alle das tun, die Gegendemonstrationen machen, aber auch das wird ja organisiert und entsprechend auch inszeniert. Ja, das weiß ich auch, also weil ich auch sehr in die Materie eingestiegen bin. Ich bin, wie gesagt, sehr politisch aktiv schon immer gewesen und ich ergründe die Dinge auch. Ich weiß auch, dass die sogenannte Amadeo Antonio Stiftung, die von der sehr bekannten Annette Kahane, eine ehemalige Stasi-IM aus meiner Heimat, ich komme ja aus der DDR, gegründet wird und geleitet wird, dass die auch solche Leute akquiriert, sogar bezahlt, sagt man. Also das ist mir schon zu Ohren gekommen. Und die Gewalt, also das habe ich erlebt. Also wir hatten auf allen Demos, wo ich war, auf allen Spaziergängen, wo ich war, immer im Seitenbereich aggressivste sogenannte Antifa, die auch übelste Dinge in unsere Richtung verbal schleuderten. Also weißt du, man denkt immer so, Steine schmeißen, ja, das ist schlimm und so weiter. Das war für mich wie Steine schmeißen. Also das war nicht weniger schlimm. Das Schlimmste für mich ist Nazi. Als Nazi beschimpft zu werden, das fand ich schon schlimm. Also einerseits habe ich vielleicht drüber gelacht und habe gedacht, na was für Idioten. Andererseits hat es mich schon getroffen. Also wenn mich jemand, ich komme aus einem zutiefst antifaschistischen familiären Gebilde sozusagen, sehr multikulturell. Und das ist für mich schrecklich gewesen, dass Leute aus den Häusern in Kreuzberg, aus den linken Häusern, die sehr bekannt sind für ihre ursprünglich sehr linke Struktur und auch politischen Aktivismus, dass die Leute runterschrien auf uns, dass wir Nazis sind, weil wir uns gegen eine unsägliche Maßnahmenpolitik gewendet haben. Und für mich war das gewaltsam, ja. Also ich habe körperlich da von der Seite nichts erfahren, aber verbal, ja, die waren sehr präsent und die waren sehr laut, wenn auch immer kleine Gruppen nur. Es waren jetzt keine Massen oder so, aber es war schon heftig, ja. Also ich kann mich erinnern, noch eine Sache kurz dazu, das fällt mir ein. Es gab ganz am Anfang 2020 im Sommer einen Flashmob hier in Prenzlauer Berg, nicht weit von mir, an dem ich beteiligt war, wo so ein musikalischer Flashmob mit Protest gegen die Maßnahmen, wo ich hingegangen bin mit einem Plakat auf dem Rücken, auf dem stand No Dictatorship. Also ich war ausgesprochen gegen Diktatur. Ich habe das auch immer in verschiedenen Sprachen auf meine Plakate geschrieben. Und da weiß ich, also da sind Leute aus den Nebenstraßen gekommen. Das war so ein musikalischer Flashmob, wo es ein Lied von einer französischen Band, die ich auch gut kenne, das wurde extra für diese Zeit geschrieben, wo es darum ging, wir wollen frei sein zu tanzen. Und da gab es auch. Das ist eins meiner Lieder, die mich auch immer wieder aufgerichtet haben in der Zeit. Und ich bin dann allein durch die Wohnung. Genau, ich auch. Danser encore. Genau, Danser encore von Ashka und Les Saint-Ebans. Das ist ja eine Pariser Band, die übrigens, der Leader ist ein Palästinenser, ein sehr toller Mensch. Und wir haben das da aufgeführt. Also da waren Musiker und Sänger, Leute, die einfach dieses Lied, ich konnte das auch singen und wir haben zusammen gesungen. Und da kam Antifa aus den Seitenstraßen und die haben wirklich auch so aggressivst gepöbelt und auch so auf wirklich schlimme Weise uns angemacht. Und da wurde man also so behandelt, als ob man der letzte Mob überhaupt wäre, ja. Sehr, sehr billig eigentlich, aber schon auch verletzend. Das hat mich schockiert. Also ich muss sagen, ich habe es bis heute nicht verstanden, wieso die Antifa sich dafür hergegeben hat. Ja, also für mich haben die sich dermaßen disqualifiziert als Antifa. Das ist vorbei. Also zumindest hier in dem Kreis, wo ich lebe, das ist vorbei. Ja, und weil vor allem eine linke Position, ja, gut, das ist jetzt linksradikal, aber wenn man jetzt von der linken Position ausgeht, die ja immer dafür einstand, sich für Randgruppen, für Minderheiten zu engagieren, ja, und plötzlich, also wir waren ja auch nicht eine Minderheit, die als schützenswert galt, ja, das kommt ja noch hinzu, also das ist ja auch irgendwie weit und breit, ist das jetzt eine Gruppe auf weiter Flur gewesen, heutzutage die ganzen Woken, die sich einsetzen für diese und jene Randgruppe. Aber die Menschen, die sogenannten Ungeimpften, die sind irgendwie gar nichts, ne? Es gab irgendeine Studie, wonach die noch weniger gelten als Drogenabhängige. Also irgendwie so Schmuddelkinder hoch 20. Ja,
Also ich muss sagen, ich bin aus der Sache noch nicht schlau geworden. Ich habe viel darüber nachgedacht und auch viel gelesen. Es gibt übrigens interessanterweise, ich habe ja durch meine vielen Sprachen, die ich spreche, auch immer Zugang zu internationalen kritischen Medien gehabt und habe die französische Antifa auch verfolgt von Anfang an, also um mir Hoffnung zu holen, dass es woanders anders ist als hier bei uns. Und es war tatsächlich in Frankreich anders, was die Antifa angeht. Die haben sich ganz früh von der deutschen Antifa distanziert, total. Also die haben auch öffentlich Statements abgegeben. Das, was die deutsche Antifa, vor allem die Berliner Nordost-Antifa hier in meinem Gebiet macht, ist für sie nicht diskutabel und ganz und gar nicht Antifa. Also da gab es große Streitereien zwischen diesen aus anderen Ländern Antifa und der deutschen Antifa. Und das hat mich befriedet. Also da habe ich so gedacht, Gott sei Dank, ich bin nicht die Einzige, die das so sieht. Es gibt noch andere richtige Antifas, die das auch analysieren und die ganz klar sagen, was die machen. Also alleine regimetreu zu sein, ist einfach nicht Antifa. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen. Es gibt die positiven Anreize, es ist die Bratwurst. Jonas Tögel, lassen Sie uns zu Beginn die Bratwurst in den Blick nehmen. Denn wir alle kennen das Sprichwort und ewig lockt die Bratwurst, zumindest in der sogenannten Pandemie, hatte die Bratwurst ihre große Stunde, zum Beispiel in Thüringen, in Bayern. Waren Menschen, die sich erst nicht so sicher waren, sollen sie die Impfung nehmen oder nicht, dann plötzlich überzeugt, doch, die nehme ich, weil es gibt noch eine Bratwurst dazu. Was ist das Geheimnis dieser Bratwurst? Ja, es ist natürlich banal, oder? Also das ist eine ganz einfache Technik, die eingesetzt wurde mit Belohnung und Bestrafung. Das ist die Idee, die dahinter steht. Psychologische Theorie ist einfach der Behaviorismus. Kann ich das Verhalten von Menschen steuern? Und das Ganze, wenn ich das in einen größeren Kontext setze, sage ich, das läuft unter diesem Programm des Nudging. Nudging heißt Schubsen. Also so die Grundidee, ich kann doch die Gedanken, die Gefühle und das Verhalten von Menschen steuern, wenn ich ihnen unbewusst so kleine Schubser in die richtige Richtung gebe. Und auch das ist natürlich schon Gehalt. Das ist eigentlich die richtige Richtung. Und da sind wir natürlich jetzt mittendrin in diesem Programm des Nudging, das eigentlich auch bei Corona und inzwischen auch bei Klima sehr, sehr stark eingesetzt wird. Jetzt hat mich das erinnert, Herr Tögel, ehrlich gesagt, an die Kindheit, ne? Wenn die Eltern dann mit ihrem Eis locken oder sagen, ja, du darfst noch Fernsehen schauen, wenn du etwas machst, was einem gerade als Kind nicht so angenehm ist. So, das bedeutet, wenn jetzt jemand mit so einer Bratwurst mich lockt oder mit was auch immer, es gab ja Zoobesuche, es gab ja sogar in Wien Bordellbesuche, also es gab ja alle möglichen Felder, wo gelockt wurde. Also ist das nicht so, als wäre man wie ein Kind und die Regierung betrachtet einen so? Mit den Bordellbesuchen habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, dass es das auch als Belohnung gab. Das klingt natürlich schon extrem, aber Sie haben natürlich recht. Also der Grundgedanke, der da dahinter steht, und darum ist das auch eine gute Frage, die Sie jetzt hier aufwerfen, ist natürlich schon, wie mündig betrachtet man eigentlich die Bürgerinnen und Bürger, wenn man diese Nudging-Techniken einsetzt, wenn man sagt, ich habe hier die richtige Lösung und ich weiß, die Sachfrage ist schon entschieden, ich weiß, was gut ist, Klammer auf, natürlich auch für alle gut. Und jetzt setze ich bestimmte psychologische Techniken ein, sogenannte Softpower-Techniken, die die Menschen oft gar nicht mitbekommen. Aber das ist dann schon in Ordnung, weil sie werden ja in die richtige Richtung sozusagen gebracht, sich zu verhalten. Und wenn wir jetzt dieses Nudging anschauen und sagen, okay, wie lange gibt es das eigentlich schon? Dann würde ich, wenn ich es im engeren Sinn betrachte, muss ich sagen, okay, das gibt es seit 2008. Das ist ein Programm von Richard Thaler und Cass Sunstein, das sind zwei amerikanische Professoren. Die haben dieses Programm mit auch einem Buch, mit so einer Publikation, die heißt Nudge, wie man kluge Entscheidungen anstößt, haben die das Programm 2008 auf den Weg gebracht. Und wenn ich so betrachte, dann sage ich, oh, dann ist das wohl ein relativ neues Programm, 2008, sind jetzt in etwa 16 Jahre her, so lange gibt es diese Grundidee schon. Das stimmt aber nicht. Und da möchte ich einfach als Wissenschaftler, muss ich immer darauf hinweisen, dass wir schon die Dinge auch im größeren Zusammenhang sehen müssen, wenn wir sie wirklich verstehen wollen. Und wenn wir es wirklich verstehen wollen und auch diese Frage von der Mündigkeit und daran angeschlossen und angedockt ist natürlich sofort auch grundlegend die Frage der Demokratie. Wer entscheidet eigentlich in der Demokratie und wie kommen wir denn am Ende zu unseren Entscheidungen? Und da muss ich sagen, dass diese Grundidee von dem Nudging, die ist sehr viel älter. Da müssen wir zu den Ursprüngen der Propaganda zurückschauen. Und wenn Sie wollen, können wir das ganz kurz skizzieren, wie sich das eigentlich entwickelt hat und wie wir dazu gekommen sind, dass wir heute da stehen, wo wir stehen, nämlich bei massivem, flächendeckenden Einsatz von diesen Nudging-Techniken. Wie weit müssen wir zurückgehen? Also, wenn ich weit zurückgehe, dann gehe ich ja meistens zu den alten Griechen zurück. Landen wir dort auch?
Wenn ich es geistesgeschichtlich mir anschaue, könnte ich sagen, es gab bei den Griechen auch schon diese Idee von Hirten und von der Masse, von der Herde, die man eigentlich steuern sollte. Menschen, die von Natur aus geboren sind zu herrschen, Menschen, die von Natur aus eigentlich geboren sind zu gehorchen. Diesen Grundgedanken finden wir schon bei den Griechen, aber ich möchte beim Beginn moderner Propaganda, würde ich auf den Beginn des 20. Jahrhunderts schauen. Da hat eigentlich diese Geschichte nochmal sehr stark an Fahrt aufgenommen. Und zwar war das so, wenn wir in die USA blicken, so mit eigentlich das Mutterland der Propaganda, in dem diese Techniken maßgeblich auch von der Forschung mit vorangetrieben wurden, dann war das so, dass es zunächst mal die Situation gab, dass wir Beginn des 20. Jahrhunderts, es gab Reichtumsunterschiede, es gab wenige Menschen, die hatten sehr viel Geld und die hatten auch diesen Titel, dass sie als Räuberbarone bezeichnet wurden. Also die Menschen wussten, dass es hier diese Ungleichheit gab und wir hatten sogenannten Muckraking Journalism, also das heißt übersetzt eigentlich, wir hatten Enthüllungsjournalismus. Wir hatten Journalisten, die haben ihre Arbeit gut gemacht, die haben die ernst genommen, stand immer wieder in den Zeitungen, hier oder hier, der Besitzer von diesem Unternehmen, der behandelt seine Mitarbeiter nicht gut, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, den Menschen geht es nicht gut. Und die Leute haben es in der Zeitung gelesen, sie haben diese Realität über die Medien erfahren und dann gab es natürlich Widerstände. Und es gab immer wieder ein Aufbegehren gegen die gesellschaftlichen Zustände, gegen diese Ungleichheiten der damaligen Zeit. Und diese Aufstände, die wurden dann teilweise mit Gewalt bekämpft. Und einer, der sie bekämpft hat, war einer der reichsten Menschen der damaligen Zeit. Das war John D. Rockefeller Jr. Der hatte diese Colorado Fuel and Iron Company. Da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber auf jeden Fall, es gab einen Streit in einer von seinen Minen. Bergarbeiter haben gestreikt, sehr, sehr viele. Und dieser Streik ist mit Gewalt niedergeschlagen worden. Das war das sogenannte Massaker von Ludlow. Da kam die Nationalgarde unter anderem und hat dann einfach mit Gewehren auf diese Streikenden geschossen. Sie hat das Camp mit Gewehrfeuer eingedeckt. Und dabei sind Menschen gestorben, es sind auch Frauen und Kinder gestorben. Und auch das stand wieder in den Zeitungen. Und da war der Aufschrei sehr, sehr groß. Wie geht hier eigentlich John D. Rockefeller Jr. mit seinen Arbeitern um? Er schlägt die Streiks brutal nieder. Er hat dann später auch bei so einer Untersuchungskommission gesagt, ja, also er will unbedingt eine Gewerkschaft verhindern oder er würde das sogar machen, wenn es jetzt das Leben von seinen Arbeitern fordert. Also er war sehr, sehr empathielos. Die Menschen haben das alles mitbekommen und sie haben natürlich dann Widerstand entwickelt und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Wir haben hier einen Oligarchen, der beutet seine Arbeiter aus. Und da hat eigentlich schon dieser Grundgedanke eingesetzt und John D. Rockefeller Jr. hat dann eine Sache gemacht, die sehr, sehr clever war und die hat sich dann eigentlich verbreitet. Er hat Propaganda eingesetzt als reicher Mensch. Ivy Lee war das damals und Mackenzie King hat er sozusagen eingespannt, ihm zu helfen. Plötzlich wurden die Berichte besser. Er hat dann auch so ein bisschen klassische PR-Arbeit gemacht. Er ist zu seinen Arbeitern in die Camps gefahren und hat gesagt, ja, ich bin doch einer von euch und wir ziehen hier am gleichen Strang, was natürlich gelogen war, aber es kam gut an. Er hat dann auch ein Stück weit sein Geld gespendet und so hat er es eigentlich geschafft. Heute steht er als nicht mehr als Oligarch, sondern als Philanthrop, also als Menschenfreund bei Wikipedia. Und dieser Trick, dass eigentlich sehr reiche und sehr skrupellose Menschen diesen Trick einsetzen, sich mit PR ein positives Image zu geben. Das war einer der Startschüsse für diese Geschichte, dass man die Mehrheit der Menschen zu ihrem Besten lenken sollte. Also die Techniken haben super gut funktioniert. Und dann gab es Menschen wie Edward Bernays, den Gründer, Vater der modernen Propaganda oder Public Relations, zusammen mit Ivy Lee, die sehr, sehr schnell erkannt haben, okay, wir haben hier die Medien, die können uns als Enthüllungsjournalismus, können die uns richtig Probleme machen. Aber wenn wir die Medien in den Griff bekommen, und viele Menschen lesen ja die Zeitungen, dann haben wir ein sehr billiges Medium damals, die Zeitungen als das große Massenmedium, mit denen wir eigentlich die Gedanken und Gefühle der Menschen steuern können. Und so hat sich diese Geschichte vom guten Hirten eigentlich verbreitet, dass man sagt, die Mehrheit der Menschen, die ist ein bisschen dumm, Klammern, oder irrational, die ist von ihren Trieben beherrscht. Wir wissen das aus der psychologischen Forschung. Edward Bernays war der Neffe von Sigmund Freud. Und Sigmund Freud hat sozusagen auch herausgefunden, dass die Menschen hauptsächlich von dem Unbewussten beeinflusst werden. Dann haben wir das Wissen über die menschliche Psyche. Wir haben die Zeitungen als Massenmedium. Und wir haben diesen wirklich flächendeckenden Einsatz damals von Propaganda unter dieser Geschichte. Walter Lippmann hat sich verbreitet. Er hat gesagt, diese Öffentlichkeit, die muss eigentlich in ihre Schranken verwiesen werden, damit jeder von uns frei von dem Getrampel und Gebrüll einer verwirrten Herde leben kann. Also immer wieder der Grundgedanke, die Mehrheit der Menschen, die ist eigentlich verwirrt. Zunächst einmal wäre es ja absurd, wenn wir Geimpfte und Ungeimpfte gleichstellen würden. Herzlichen Dank. Yvonne Helzel. Jetzt hast du gesagt, viele Fragen sind immer noch nicht gestellt worden. Von wem erwartest du, befragt zu werden? Also grundsätzlich auch befragt zu werden, wie hast du als jemand, das ist ja auch dieses Forum, das ich geben will, der Ausgegrenzten oder wie immer man unsere Gruppe nennen will, aus dieser Gruppe sind ja auch nicht geimpft, ist diese Gruppe zu wenig gehört und empfindest du das auch in deinem Alltag so? Ja, es ist jetzt immer noch so. Also mich würde es sehr freuen, wenn mich meine
Familie fragen würde. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das jetzt so mitnimmt, doch. Also ich erwarte keine Frage von irgendjemand, der mir egal ist, der mich am Herzen liegt. Doch meine Familie, da hätte ich mich schon gefreut. Und sie haben bis heute nicht gefragt. Ja, das geht mir jetzt auch nahe in dem Moment, dass viele, genau wie du, eine Familie haben, Freunde haben, die nicht gefragt haben. Ja. Die einfach weitermachen. Auch jetzt nicht sagen, wie ging es dir da eigentlich? Mhm. Das muss doch wirklich für dich hart gewesen sein. Mhm. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Gar nicht. So, da ist noch eine, sozusagen eine Stimme in dir, die darauf hofft. Ja, schon. Auf alle Fälle, ja. Weißt du, jedes Mal, wenn wir Kontakt haben, was natürlich auch weniger ist als vorher, ist immer noch das Ungesagte, das Ungelebte, es ist ja immer noch da. Ja, und die Anspannung ist fühlbar auf beiden Seiten. Mhm. Also ich spüre das auch auf der anderen Seite. Nur es ist, doch, ich nehme das schon wahr. Nur es ist so wie so eine Decke drauflegen. Es ist doch jetzt nichts mehr. Es ist doch jetzt alles gut, ne? Nein, es ist nichts gut. Letztlich ist nichts gut, weil man spürt, da ist etwas, dieses Ungesagte, was man ja auch kennt. Bei dem Thema der Familiengeheimnisse. Es ist ja auch irgendwie wie ein Geheimnis in dieser Familie, das aber letztlich gar keins ist, weil es hat stattgefunden in ganz Deutschland, ja, in der ganzen Welt. Das, was du empfindest, da werden sich auch viele identifizieren können. Klar, ich meine, es ist in der Zeit, in der es so krass war, erst recht nicht drüber gesprochen worden, oder wenn, dann gab es hitzige Diskussionen. Nee, wir haben ganz, ganz lang gebraucht. Jetzt haben wir April 24 und 22, glaube ich, jetzt im April hörte das auf mit der Maskenpflicht, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also sind jetzt 2 Jahre, wo wir jetzt nicht jedes Datum im Kopf. Kannst du das alles noch dazu und einordnen? Also es ist manchmal wie so ein großes Knäuel an Chaos, ja, mit den 1000 Regeln. Richtig, genau. Also ich finde, es hat lange gedauert, ehe wir wieder in diesen Zustand gekommen sind. Jetzt gehen wir normal in ein Lokal zum Beispiel. Ohne, das war dann, als wir wieder durften, ganz, ganz merkwürdig. Das war wie ein falscher Film. Also, und dann auch zu erkennen, naja, okay, ja, braucht man gar nicht wirklich. Ne? Das haben wir nämlich auch dann erkannt. Viele Sachen, die wir nicht durften, brauchten wir auch nicht. Nur es hat einen Unterschied, ob ich etwas darf, oder etwas nicht darf oder etwas machen kann und etwas nicht machen möchte. Das ist ein Unterschied, ja. Sonst habe ich ja immer die Wahl, gehe ich in die Bücherei, gehe ich in den Buchladen, gehe ich in den Wollladen, gehe ich ins Lokal, ja oder nein? Du bist ja selbstbestimmt dann. Ich bin ja selbstbestimmt, genau, richtig, ja. Und da war jedoch so, nein, ich darf nicht. Und dieses ich darf nicht, das ist ja wie fast so wie so eine Schelte von den Eltern, ne? Die, weil ich böse war, darf ich etwas nicht. Ja, das zeigt, wie pädagogisch durchsetzt, ja, schwarzpädagogisch durchsetzt die Politik. Ja. Die Politik, die auf die Bevölkerung schaut, wie kleine Kinder, wo dann selbst das Händewaschen erklärt wird und diese ganzen Aha-Regeln, wie man das ja auch dann erklärt. Und bis dahin gehend, ja, da darfst du nicht rein, weil wie du sagst, ja, da warst du böse, da hast du nicht das gemacht, was wir jetzt von dir wollen, nämlich, dass du dir deine Spritze abholst. Hast du das in der Art, also du referierst ja auch auf Kindheit, ne? Hast du das Gefühl gehabt, irgendwas bindet dann auch, was ich in der Corona-Zeit erlebe, an die Kindheit an? Ja, solche Momente dann schon. Jedoch muss ich gestehen, es hat mir in dem Moment nicht so viel ausgemacht. Das fand ich eher spannend. Ich fand es eher spannend zu beobachten, wie sich die Menschen dann tatsächlich verhalten. Ja, also wenn wir draußen an den Lokalen vorbeigegangen sind und in die Leute saßen und gefeiert haben oder die Menschen in einem eingezäunten Christkindlmarkt waren und wir draußen waren, das war dann schon interessant, einfach nur so das wahrzunehmen. Wie paradox das war, das hat mir in dem Moment nicht viel gemacht, so nach dem Motto, boah, da verpasse ich jetzt was, überhaupt nicht. Das war eher danach, als es wieder ging, dass ich gedacht habe, das ist so komisch, das ist so crazy, das fühlt sich so falsch an, weil jetzt wieder alles so, als wenn gar nichts ist. Und um dich herum. Also wie dieses, ne? Als wenn gar nichts wäre, wir machen weiter, so was du auch erzählt hast in deiner Familie. Die ganze Gesellschaft macht weiter. Ja, genau. Und da gibt es ja diesen Moment,
Was ist das genau? Weil mir ging es wie dir. Ich fand das unheimlich. Ja, genau. Ja, und finde es ja bis heute unheimlich, ja, dass alle so tun, also als würde man jetzt irgendwie umso mehr weitermachen wollen, umso hektischer. Also ich habe auch die Wahrnehmung, dass die Leute hektischer geworden sind, als würde man es umso mehr überspielen wollen in der Gesellschaft. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Anders geht das jetzt nicht mehr. So nett ist es nicht, ich weiß. Zu prügeln. Ihr seid jetzt raus. Herzlichen Dank. Das war Gretchen Entschwärzt. Die ausführlichen Gespräche hören Sie auf dem YouTube-Kanal Das Gretchen. Erzählen auch Sie gerne rückblickend auf die Covid-Jahre Ihre Geschichte. Zur Terminverabredung schreiben Sie an gretchenschindler@proton.me. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio München.